Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Daniel Tandon. Ich habe heute eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit neben mir sitzen. Den werde ich gleich erstmal ausgiebig versuchen vorzustellen. Es ist der Dr. Sebastian Igelbrink und mein Kollege, der ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und plastische Operation, Fachzahnarzt für Oralchirurgie, hat zunächst das Studium begonnen in Marburg, Humanmedizin, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, hat dann gewechselt nach Rostock, hat da Humanmedizin zu Ende studiert, hat da seine Promotion angefangen, ist dann für einen Studienwechsel, hat dann nochmal Zahnmedizin angefangen zu studieren, das hat er in Düsseldorf gemacht, hat dann das Zahnmedizinstudium zu Ende gebracht, hat seine Weiterbildung als Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie auch in Düsseldorf angefangen, hat zwischenzeitlich gewechselt nach Münster, hat es da zu Ende gemacht, sein Facharzt, ich glaube 2019. War eine Zeit lang in Münster und ist dann zurückgekommen nach Düsseldorf und hat da in der niedergelassenen Praxis von einem Kollegen gearbeitet und ist jetzt bei uns und ist verantwortlich für den Standort Bergheim und Bad Burg. Herr Igelbrink, herzlich willkommen. Vielen Dank. Er weiß gar nicht, was heute auf ihn zukommt und trotzdem finde ich, dass er sehr entspannt ist, ja? Einen ganz entspannten Eindruck hat, hat. Warum so viel Ausbildung? Also sind Sie morgens aufgestanden und haben gesagt, okay, ich will Medizin machen und auf dem Weg zum Ziel haben Sie gesagt, okay, das reicht mir irgendwie nicht, ich will jetzt noch Zahnmedizin hinten dranhängen. Und warum sind Sie jetzt bei uns? Wow. Fangen wir vielleicht erstmal ganz von vorne an. Ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Tatsächlich Medizin, mein Vater ist Arzt. Ich habe mit 14 war ich auf einem Schüleraustausch in England. Ich habe nie viel gelesen. Da hatte ich ein Buch mit. Ich habe nicht viel Englisch verstanden. Habe dann den Medicus gelesen. Fand ich ein sehr schönes Buch. Mhm. Also da kam dann auch irgendwie so der Gedanke auf, sich damit mal etwas näher zu befassen. Und tatsächlich auch so das ärztliche Ideal ist das, was mich ja auch heute in meinem Beruf begleitet. Ich stelle sehr den Patienten in den Vordergrund meines Tuns. Also das war so der Grundstein. Und dann war ich dann tatsächlich irgendwie in jungen Jahren auch auf einem Klosteraufenthalt in Indien, hatte da viel Zeit, darüber nachzudenken, was ich denn machen möchte. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich alle Möglichkeiten eigentlich in so einem privilegierten Land wie Deutschland habe, also alles werden zu können, was ich möchte. Die Medizin hatte mich bis dahin auch weiterhin begleitet und da war dann eigentlich so der Gedanke sehr gefestigt, dass ich das machen möchte, Arzt werden. Kieferchirurg, ja, dazu muss man sagen, ich arbeite sehr gerne handwerklich, schon seit ich klein bin, so wie die Geschichte. Ich fand nebenbei eigentlich auch immer so die IT ganz interessant, also wirklich so Computertechnik, Maschinen, das interessiert mich auch heute noch. Und ja, so habe ich dann eins zum anderen gebracht, Krankenpflegepraktikum, habe in verschiedene Fachrichtungen reingeschaut, habe ein chirurgisches Fach besucht, dann kommt ja irgendwann dazu, Mensch, wo willst du eigentlich hin im Leben? Das war auch immer eine Frage, die mich auch heute noch begleitet. Ich mache Dinge eigentlich nicht einfach so, sondern überlege mir das schon sehr gut. Und dann war klar, chirurgisches Fach, ja, aber eben auch mit der Option, irgendwann selbstständig arbeiten zu können, beziehungsweise eben in der Niederlassung und nicht immer an eine Klinik gebunden zu sein, Schichtdienst und so weiter. Den bin ich ja dann glücklicherweise jetzt auch entflohen. Kieferchirurgie war eine Option, Urologie wäre eine gewesen, Dermatologie, zumindest die chirurgische Dermatologie. Kieferchirurgie ist es dann geworden, sehr komplexes Thema, habe mich damit im Vorfeld eigentlich sogar des Medizinstudiums schon sehr dezidiert auseinandergesetzt und eigentlich wusste ich das dann in dem Studium schon. Nun bin ich ein Mensch, der nicht hingehen wollte und sich auf die Kieferchirurgie festgelegt hat, sondern ich habe gesagt, ich schaue mir alles andere an und weiß ja, dass ich Kieferchirurg werden möchte. Und so war es dann auch. Und am Ende ist es die Kieferchirurgie dann auch geworden. Also der Gedanke und die Idee, die war schon sehr früh geboren. Ich würde jetzt doch mal
einen Schritt zurückgehen. Und zwar, Sie haben gesagt, Sie waren im Kloster. Unter Umständen macht man sich am Tag so 60.000 Gedanken. Ne? Und wenn man im Kloster ist, da ist man ja teilweise auch oft mit sich alleine, stelle ich mir zumindest vor. Und mit seinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Jüngern? Mit den Schülern? Patres, Brüdern. Ja. Mit den Brüdern quasi. Stichwort Achtsamkeit, was haben Sie da am Anfang gedacht? Das ist eine Form von Entschleunigung. Ne? Also man trennt sich ja von allem Weltlichen, ja? Also von den materiellen Dingen, und man kriegt eine Uniform angezogen quasi, ne? In Anführungsstrichen, die Haare werden, korrigieren Sie mich, also man wird einmal quasi reduziert, ja, und ich glaube, das ist auch das, der Hintergrund von so einem Kloster vielleicht auch, dass man entschleunigt wird, dass man sich reduziert. Was passiert am Anfang mit den Gedanken? Das würde mich mal interessieren. Ich denke auch, dass es die Zuschauer interessieren wird. Super Vita und so, aber jetzt gucken wir mal, wer da hinter der Fassette sitzt. Oder, ne? Ja, also auch dazu sei gesagt, das war jetzt tatsächlich im Ausland das Kloster in Indien. Ich glaube, eingangs habe ich es schon gesagt. Ja. Da muss man sagen, ich war da ja nicht als Bruder oder als jemand, der dauerhaft in diesem Kloster leben wollte, sondern es bestand die Möglichkeit, in diesem Orden halt als Gast zu leben. Ich hatte da eine eigene Klosterzelle. Die Tonsur, also diese Frisur, hatten die Patres dort auch nicht. Es gab schon auch Gewänder, aber auch das habe ich nicht getragen, sondern schon einfach meine westliche Alltagskleidung. Ja, was denkt man, wenn man da ankommt? Ich war sehr jung, so 16. Ich würde das jetzt gar nicht mal so sehr auf das Kloster reduzieren, sondern mehr die Erfahrung, in einem fremden Land zu sein, in einer Zeit vor Internet, vor der Möglichkeit, sich ständig mit anderen zu vernetzen beziehungsweise ununterbrochen vernetzt zu sein, sondern das war 2001, da ist man dann erstmal raus aus der westlich privilegierten Welt und sieht dann auf einen Schlag, dass eben die Welt, die eigene bekannte Welt, dann eben doch sehr viel größer ist. Und es eben jenseits des Tellerrandes Dinge gibt, die man nicht für möglich gehalten hat, die man sich nicht mal vorstellen kann. Und so bin ich dann so nach und nach da tatsächlich immer weiter eingetaucht. Also ob mich das entschleunigt hat, ich würde sagen, das war erst... Von mir gewählt, weiß ich, ob es entschleunigend ist, aber... Hinterher definitiv, ja. Am Anfang klar. Wahrscheinlich nicht, erstmal waren sie schockiert. Ja, ich weiß ja, wie das ist, ne? Das verbindet uns vielleicht auch teilweise, ne? Also das ist eine ganz andere Welt. Es riecht anders. Die Leute sind anders, das Essen ist anders, es sieht anders aus. Es klingt anders. Es klingt anders. Ich fand ein Beispiel, was ich da nennen kann. Ich habe zumindest auch mal den zeitweiligen Versuch unternommen, da aktiv am Schulunterricht teilzunehmen. Und das war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Ich fand, eben habe ich das ja schon so ein bisschen beschrieben, faktisch das Wissen immer so ganz interessant. Habe also wenig Bücher gelesen, eher... mir zum Beispiel mal einen Weltatlas angeschaut, also da war ich ganz firm. Die Atlanten, die wir hier haben, die stellen Europa in den Mittelpunkt. Das heißt, ich schlag den auf und da ist Europa im Mittelpunkt, immer. Aber die Erde ist rund, da gibt es keinen Mittelpunkt. Yeah. So, und die Atlanten, da habe ich aufgeschlagen und da war Indien im Mittelpunkt. Und das wirkte für mich tatsächlich irgendwie erstmal falsch. Und dann kommt man aber da Stückchen für Stückchen hinter und merkt dann eigentlich, nicht das Land, in dem ich lebe, ist der Mittelpunkt der Welt und man auch selber nicht, sondern man ist halt einer von vielen. Ja. Sie haben Klosterzelle gesagt. Ne? Wie darf man sich das vorstellen? Kleines Zimmer, 6 Quadratmeter. Würde ich sagen, okay, mal lang. So eine Pritsche. Ja, also eine Schlafmöglichkeit. Ja, genau. Keine Matratze. Also war auch einfach mal abgefahren. So ein gewebtes... Ne, das war schon ein Brett. Ein Brett? Ein Brett. Und ganz abgefahren. Also noch so eine, da erinnere ich mich auch noch dran, so ein Fliegengitter. Oben drüber, zum Baldachin. Gegen die Moskitos. Genau. Und kein Fenster. Also das heißt, man hat so verschiedene Tiere. Auch die waren anders. Noch nie gesehen. Ja, das Vegetation ist ja ganz anders. Ja, genau, Vegetation, Flora, Fauna. Echt abgefahren. Und schwierig in der Zeit. Im Nachhinein sicherlich eines der bedeutendsten und prägendsten Erlebnisse, die ich also mitbekommen habe. Was bedeutet das denn, da Gast zu sein? Haben Sie normal an dem Alltag teilgenommen? Ja.
Und wie war der Alltag? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, also mich interessiert das jetzt brennend, ich kann mir vorstellen, dass es da draußen auch den einen oder anderen von unseren 5 Zuschauern gibt, der es extrem interessiert. Also sehr strukturiert, ne? Also wann steht man auf? Wir konnten aufstehen, wenn wir wollen. Okay, weil Sie Gast waren. So sieht's aus. Okay, nehmen wir mal an, okay, wann sind Sie denn aufgestanden? Sie sind genauso Frühaufsteher wie ich, habe ich schon... Ja, richtig. Tatsächlich hatte dieses Kloster einen alten Computer, zu dem wir auch einen Zugang hatten. Und in der Zeit habe ich angefangen zu programmieren. Okay. Und das war dann auch da in der Zeit meines Aufenthalts mein Hobby. Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich wachte halt auf und fing dann damit an. Also Sie hätten jetzt im Kloster keine Aufgaben? Nee. Okay. Also ich sollte schon am Schulunterricht teilnehmen. Andere fuhren, das war ja so ein Übergang 10. 11. Klasse. Da bestand ja die Möglichkeit, ein Jahr ins Ausland zu fahren. Also ich sage jetzt mal Amerika, Kanada, Großbritannien, Neuseeland, so, um die Englischkenntnisse zu verbessern. Und in Indien ist ja, glaube ich, irgendwie die Amtssprache Hindu und Englisch. Genau. Und ja, dachte ich, easy, die sprechen Englisch, das wird gut. Ich spreche natürlich ein etwas anderes Englisch, war dann schwierig. Ich war nicht gut und habe das Englisch von den Leuten dort auch nicht so richtig verstanden. Ja. Aber auch das ist eben wieder eine Erfahrung, die dazu führt, dass man, ich schlage mal eine Brücke zu dem Beruf heute, eben immer wieder in Situationen hineingeworfen wird, in denen man dann ja, sich zurechtfinden muss. Es gab nicht die Option, dass ich dann eben nach Hause fliege. Ich wollte das. Ich konnte mir nicht vorstellen, da jetzt, ich glaube, das war mal angelegt für 6 Monate. Am Ende bin ich nach rund 4 dann nach Hause geflogen. Aber tatsächlich muss ich sagen, das ist einer der Erkenntnisse, mit Problemen dann eben auch umgehen zu können, beziehungsweise einfach auch mal durchzuhalten. Zu wissen, am Ende habe ich noch mich und mein Leben und eben nicht kleine Alltagsprobleme überzubewerten. Ja, ich denke auch, dass das Ihnen heute extrem zugutekommen wird oder kommt, ne? Weil Sie weltoffener sind, weil Sie auch einfach mit verschiedenen Leuten in Ihrem Werdegang auch zu tun hatten. Und das spiegelt sich ja am Ende des Tages auch wieder im Umgang mit den Patienten. Also sei es der Humor, sei es die Erfahrung. Ja. Wir werden gerade angerufen, ich glaube, Hollywood. Es ist ein Telefon. Ich habe extra gesagt, Flugmodus. Ja, auf jeden Fall spannender Exkurs. Und danach war klar, ich mache Medizin, ich tritt in die Fußstapfen von Papa. Ja, wie gesagt, mein Vater ist auch Arzt, aber also in die Fußstapfen nicht. Tatsächlich wird mich das auch sehr geprägt haben. Aber das ist eine ganz andere Fachrichtung. Also mein Vater ist Anästhesist und mich reizt absolut an diesem Beruf das Handwerkliche. In Kombination eben, das war mir damals nicht bewusst, aber also dieser Aspekt eben mit Menschen zu arbeiten und auch die Dankbarkeit zu erfahren, ist etwas, so, das mich in diesem Beruf sehr erfüllt. Also ich würde jetzt nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen wollen. Im Internet kann man teilweise Kommentare lesen, wo sie als Koryphäe bezeichnet werden. Würde mich jetzt schon mal oder auch wahrscheinlich unseren Zuhörern und Zuschauern interessieren, wie sind sie denn oder warum sind sie denn jetzt etwas vom Klinikalltag, das haben wir gerade schon rausgehört, der Klinikalltag ist ein bisschen blöd, teilweise muss man 100 Stunden in der Klinik verbringen, Notdienste und, oder Dienste generell. Ich habe auch das Gefühl, dass Sie sehr bei uns aufgehen, ja, und sich gut entwickeln, ja, in vielen, vielen Bereichen. Was macht so viel Spaß an Ihrer jetzigen Stelle, beziehungsweise an Ihrer jetzigen, oder durch Ihre jetzige Position? Sie haben sehr, sehr viel Verantwortung, also muss man dazu sagen, Sie sind mitunter verantwortlich für über 20, 25 Mitarbeiter, 2 Standorte. Da habe ich sie ja quasi auch reingeschmissen und gestoßen. Ja. Ich würde jetzt sagen, dass sie vom Typ her eher die Herausforderung suchen. Das habe ich auch gerade in ihrem Lebenslauf beschrieben und sich auch so ein bisschen durchboxen. Und das ist ja oft am Anfang so, dass man sich gewisse Dinge auch erarbeiten muss oder auch mal ins kalte Wasser habe ich sie gestoßen quasi.
Erzählen Sie mal, was ist der Reiz, was macht Spaß, was macht nicht viel, also... Das Neue, ne? Das Neue. Ja, der Stillstand ist der Tod. Okay. Das wird ja so besungen und tatsächlich ist das auch so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und zu wissen, wie der Tag halt endet, dann wird sich das auch ständig lohnen. Kann ich auch im Bett liegen bleiben. Und so war es am Ende in der Uniklinik. Das war sehr absehbar, wie der weitere Verlauf dort sein wird. Ich muss sagen, ich finde das sehr schade, weil in meiner idealisierten Vorstellung am Anfang meines Werdegangs das höchste medizinische Ziel, auch entsprechend des Hippokratischen Eides, eigentlich darin besteht, erstmal Wissen zu sammeln, zu generieren, also im weiteren Verlauf zu generieren und eben auch weiterzugeben. Und meine Vorstellung war schon, dass das eben an der Uniklinik am besten funktionieren würde. Ich habe ja da tatsächlich dann eben auch als Oberarzt Vorlesungen gegeben, Assistenten ausgebildet, die operieren lassen. Ich habe immer versucht, das, was ich gerne wollte, nämlich so schnell wie möglich Dinge tun, zu tun, also eben auch operativ und auch an Patientenbehandlungen durchzuführen, das eben auch weiterzugeben. Ich hatte das große Glück, dass ich das in der Zeit durfte. Mein Chef oder meine Chefs mich das haben eigentlich auch immer machen lassen. Aber irgendwann ist es dann schon so, dass ich aus welchen Gründen auch immer, ich sage jetzt mal einfach Stichwort Hierarchie, ich denke, da wird sich viel getan haben, aber die gibt es halt tatsächlich eben immer noch, man da vor eine Wand rennt. Und dann heißt es, das war zumindest mein Eindruck, abwarten, geduldig sein. Und das ist sicherlich eine Tugend, die ich in meiner Ausbildung nicht an den Tag gelegt habe und auch nicht möchte. Also ich möchte schon auch selbst bestimmen, in was für einem Tempo ich mich weiterentwickeln kann oder nicht. Und ich denke, ein offenes und faires Gespräch ist immer wichtig. Das habe ich mit meinen Chefs immer so gehandhabt. Und dann darf man auch nicht traurig sein, wenn man dann eben gesagt bekommt, ja, so und so wird das verlaufen. Dann denke ich, habe ich auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass das dann eben nichts für mich ist. Dann haben Mitarbeitergespräche stattgefunden, also so wie das halt ist, jährlich, wo Zielvereinbarungen getroffen worden sind. Und dann habe ich eben gesehen, so ja, also das nächste Ziel wird halt in 5 Jahren zu erfüllen sein und das lässt sich eben mit ganz vielen anderen Zielen nicht vereinbaren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich da jetzt eben raus. Warum gehe ich hier an der Stelle so auf? Weil die Hierarchien hier tatsächlich sehr viel flacher sind, mir sehr viel Vertrauen, Vorschussvertrauen entgegengebracht worden ist und ich bis jetzt noch nicht sagen kann, ob ich das zurückzahle, aber ich sage jetzt mal vorsichtig, es könnte sich andeuten. Also, mir macht das Spaß, das Arbeiten ist echt ganz spannend. Ich habe in der Uniklinik in einem multidisziplinären Team gearbeitet, mehr fachlicher Natur, jetzt kommen noch ganz andere Dinge dazu, aber das ist genau das, was ich suche, immer eben die Herausforderung, neue Dinge kennenzulernen. Das sehe ich jetzt eben auch. Man beschäftigt sich jetzt eben mit ganz anderen Sachen. Das finde ich gut. Ja, das ist auch das, was ich so beobachte. Ne? Ich habe mir jetzt hier notiert, Sie haben es dann nicht mit Ihrem Wissen. Also ja. Ich denke, dass Sie nicht nur eine Bereicherung sind, fachlich, sondern halt auch, dadurch, dass sie kein Problem damit haben, ihr Wissen weiterzugeben und auch Kollegen irgendwie zu zeigen, wenn man so, kann man das so chirurgisch lösen. Oder ich mache das so, wenn du willst, zeige ich dir das. Es gibt ja super viele Leute in unserem Bereich, die einfach auch mit ihrem Wissen hamstern. Ne? Und, ist natürlich auch eine legitime Herangehensweise, weil man im Hinterkopf hat, okay, ich züchte mir meine eigene Konkurrenz hier, wenn ich mein Wissen weitergebe. Aber es gibt halt auch Leute wie Sie oder wie ich, die da einfach drüber stehen und Dinge einfach teilen wollen. Also eine Bereicherung für andere. Also weil am Ende muss man ja sagen, wir generieren und wenden das Wissen nicht für uns, sollten das nicht für uns selber anwenden, sondern tatsächlich, ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, das hehre Ziel, diesen Beruf für den Patienten auszuüben, da halte ich auch dran fest. Das mag sehr pathetisch klingen, ich finde, dass das aber nicht so ist. Wer das vergisst, hat in diesem Beruf in meinen Augen vielleicht nicht mehr ganz so viel verloren. Ja, also besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Aber wobei man auch immer sagen muss, wenn man einen hervorragenden Arzt hat und der, das ist zwar schwierig, aber ich wähle jetzt mal den Herzchirurg, der, das kann ja jeder irgendwie immer so nachvollziehen, der Herzchirurg, so, und ich habe den besten und hervorragendsten Herzchirurg der Welt, der aber menschlich schwierig ist und ich hätte jetzt selber was und bräuchte eine OP, dann würde ich natürlich auch am liebsten zu diesem Arzt hingehen. Klar. Und ich bin froh, dass es ihn gibt. Deswegen ist es trotzdem nicht der ganz richtige Weg.
Man darf, muss auch irgendwie immer versuchen, demütig zu bleiben. So ist es, mein Lieblingsbeispiel dafür ist wiederum der Weisheitszahn. Ja. Hat Professor Joos, war der ehemalige Chef, den ich leider persönlich nicht mehr in Münster kennengelernt habe, aber das geisterte da immer rum. Der hat gesagt, wer sagt, dass Weisheitszähne leicht zu ziehen sind, der hat den einen noch nicht gefunden, der schwierig ist. Ich denke, so oder anders wird diesen Spruch jeder mal von irgendeinem Chef gehört haben. Tatsächlich heute genau die Situation, die Damen bei uns in der Praxis haben alles fertig gemacht für eine einfache 8er-Extraktion, das heißt einfach eine Entfernung mit der Zange für die geneigten Zuschauer, beziehungsweise mit einem Hebel. Es musste kommen, wie es kommen musste. Die Krone brach natürlich sofort ab und ich musste das alles aufklappen. Es ging alles super zügig und ich guckte dann hinterher unsere liebe Helferin an und sagte, ach, das hätte sie jetzt nicht gedacht, hatte da offensichtlich was anderes von mir erwartet. Und ich habe ihr dann genau dieses Beispiel genannt, dass das einfach bei Achtern nicht so wirklich vorhersagbar ist. Und so ist es auch. Also die Patientin hat gemerkt, ich bin nicht unruhig geworden. Warum? Weil ich mir das schon vorstellen konnte. Ne? In dem Wissen, da kann eben auch mal was schief gehen. Gehe ich oder auch das ganze Team, wir zusammen in solche Eingriffe. Und ich denke, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn man mit den Komplikationen eben rechnet und die auch beherrscht. Das, was ich gelernt habe und immer auch gerne weitergeben möchte, geh niemals in einen Eingriff, dessen Komplikationen du nicht beherrschen kannst. Ja. Und an dieser Stelle bin ich auch extrem froh, dass unser Rücken durch den Herrn Igelbrink noch viel, viel breiter geworden ist. Danke. Vielen Dank für dieses Gespräch. Frohes Schaffen.